Moin Freunde, willkommen zurück zu Hyrule Warriors seit der Verheerung mit dem Erweiterungspass der ersten Welle, antike Lebenszeichen. Wir machen noch direkt weiter mit den Erweiterungspass-Aufgaben. Wir haben ja auch eine, wo es noch grün leuchtet, weil wir da wohl was brauchen für die anderen Aufgaben im Institut. Und zwar die Wächterklaue, so wie es aussieht. Ich würde auch sagen, wir machen dann direkt diese Aufgabe, wir bleiben auch bei Link, weil wir noch mit der Doppelklaue Gegner killen müssen, jede Menge. Von daher passt das. Ich werde aber bei Zeit vielleicht das auch mal aus Green nachholen. Auch da finde ich nämlich persönlich nämlich sehr schade, dass man irgendwie kaum vorankommt. EX, der Forschungsauftrag, ja, mach auf hier. Hä? Achso, jetzt, ich wollte sagen, ich komme doch gleich da rein. Alter, holt der mich einfach um wieder. Ich weiß auch noch nicht, wie ich Gegner einfrieren kann, ne? Ich glaube, die müssen im Wasser stehen, aber ich weiß halt nicht, ich habe irgendwie noch nicht was wirklich gesehen, wo Wasser war. Die alle Gegner aus dem gesuchten Monster, okay. Ja, ist doch gut jetzt. Das nicht so weg hier. Nächste Aufgabe ist unser Ziel hier. Nächster Ort. Die Feuer, die Riesenschein muss ich anscheinend später erst besiegen. So, ja. Der Muffel ist das gesuchte Monster hier. Aua, ey! Der Schwarze ist das gesucht. Mann, ist doch mal gut jetzt hier. Alter, ich werd nur getroffen von diesen Arschlöchern. Ja, ist doch gut. Boah, Alter, drei von diesen Idioten. Reicht jetzt auch mal, ey. Ohne Scheiß. Dann hab ich das mit dem Einfrieren hier starten, du gemeint ist, weil hätte ich glaube ich auch schon mehr, wenn dem so wäre. Ja, du mich auch, Kollege, komm her. Mach dich zuerst platt. Gib mal her, deine Waffe. Nikkels, der muss stehen bleiben, der Typ da. Oh, der eine, warte. Schwesterangriff. Wen habe ich jetzt angegriffen? Den Feuermob bin gut. Feuer und Blitz irgendwo besiegt, jawohl, sehr gut. Ich meine, sterben die auch schneller als der andere. Das ist ja richtig geil. Ja, das wäre auch richtig blöd, die Mission, ganz ehrlich. Wo muss ich lang? Da lang. Okay, einmal da außen rum. Sieg alle Gegner außer dem gesuchten Monster, ja. Das ist echt eine komische Aufgabe irgendwie. Apura will wohl diese gesuchten Monster noch irgendwie studieren. Meteor-Pyromaxus aus Lärm. Ey! Alter, wo kommt er denn her? Den Schwächtangriff kann ich direkt draufhauen, sehr gut. So, der Elektro-Pyromagus. Alter, schien wieder beide zusammen. Hä? Das ist ja einander aufgetaucht. Feuer-Pyromagus, das stimmt doch unten. Ja, ist doch jetzt mal gut hier, Alter. Alter, ich kann nicht mehr aufstehen. Was ist denn das hier? Den will ich doch gar nicht besiegen, Alter. Warum weiche ich den denn jetzt aus? Weg! Du scheiß Attackenhagel. Ist doch gut jetzt. Sag mal, du willst mich auch verarschen, du Drecksvieh, oder? Ja, Bomb, hier komm. Schluck die, Alter. Ey, schieß ich da durch die. Alter, ich komme gar nicht mehr klar. Ja, ist doch gut jetzt, Mann! Der Typ gibt mir auf den Sack mit seinem scheiß Feuerbällen da, ne? Dieser Meteor-Pyromagus. Ich will ihm gar nicht ausweichen, Mann! Hau doch mal ab, du Pissbirne! Dann musst du jetzt zur Feuer-Pyromagus, das gibt's doch jetzt nicht. Ey, geht die Mission mir auf den Piss, Alter! Ich will ein bisschen den Idioten da besiegen, aber kann, darf ich ja nicht. Komm, jetzt hol ich den weg, Alter, jetzt hab ich die Schnauze voll. Der ist K.O. Ja, danke. Wir schön in die Fresse geballert. Ja, ist doch. Sag mal. Ich kann nicht mal ausstehen wie ein Idioten da. Da können wir nämlich immer in die Mangel nehmen, die Pisser. Junge, das reicht doch mal, oder? Boah, gib mir die Aufgabe auf die Eier. Ohne Spaß jetzt. Es sollte ich gerade ausraste, Freunde, aber jetzt reicht doch mal irgendwann. So, der ist weg, der Kollege. Der andere kann leben bleiben. Ist mir scheißegal. Alle geht außer gesucht, Monster wohl besiegt. Das war die Mission. Ich muss die nicht mal besiegen. Die Mission, die begeistert mich echt nicht. 13 Gegner besiegt. Und das meine ich halt. Ich besiege 13 Gegner in der Mission. Und komme einfach an die 1000 Gegner null ran. Deswegen will ich die einfach mal bei Gelegenheit, wenn ich irgendwie mal Bock habe, aufs genau die Scheiße, weil ich da keinen Bock mehr habe drauf, ey. Ganz ehrlich, ey. Diese Kack-Mission, so 10 Gegner um den Dreh. Die nur besiegt, ey, das reicht doch mal irgendwann.
Hier sieht man es, ich habe erst 186. Ich habe diese Aufgabe schon seit 3-4 Folgen. Ja, seit 3 wahrscheinlich erst. Kann auch nicht angehen, oder? So, machen wir erstmal, gehen wir erstmal zurück zur Karte und regen uns ein bisschen ab. So, die Wächterklaue haben wir jetzt gekriegt. Falls ich, ist mir scheiße, ob ich die Gefahr verflüchtigt oder nicht. Juck mich nicht die Bohne. So, da wir jetzt wirklich gar nichts mehr haben, was irgendwie auf, hat grün leuchtet, ne? Also habe ich alles markiert schon hier, was geht? Ich habe 8 von 10 Missionen markiert und ich habe nichts mehr, was da aufleuchtet. Das ist auch krass. Danke. Ja gut, dann haben wir wieder ab hier. Machen die Mission jetzt einfach hier noch, weil wir die eh irgendwann machen müssen. Ich meine, hier gibt es jetzt nichts Wichtiges anscheinend, aber wir machen die jetzt einfach. Mal gucken, wie viele Gegner wir hier besiegen dürfen oder können. Jetzt brauche ich mir neue Äpfel und weiter geht's. Auf die nächste Schlacht, Link. Da kannst du ja diesmal so ein paar hundert Gegner besiegen. Ich glaube aber eher nicht daran, wenn ich ehrlich bin. So, da sind wir schon. Okay, hier sind doch ein paar Monsterhorn zu sehen. Besiege viele Gegner, jawohl, das klingt doch schon gut. So eine Mission habe ich doch gesucht jetzt. Mal hier. So, komm schon, mach's alle platt, Link. Na, hier sind noch ein paar, die noch hier in die Mangel genommen werden wollen. Wenn es hier jetzt irgendwo Wasser gäbe, mal, auf der Karte. Zumindest, wo ich irgendwo hinkomme. Ich glaube, hier gibt es ja irgendwo Wasser, ne? Das ist doch die Ebene von Hyrule. Irgendein Vorposten, der hier eigentlich sein müsste. Müsste eigentlich Wasser auch dabei sein. Da machen wir einmal so, dann haben wir jetzt ein paar Gegner mehr weg mit. Hoffe ich zumindest, jawohl, 20 Gegner weg. Ah, da sind Schleime, guck mal. Ja, die dazu zu sehen, ist das doch voll easy. Jetzt 300 Gegner, jawohl, perfekt. Schwarzer Mottensoft auf, alles klar, der soll ruhig herkommen. Der Idiot. Den mach ich gleich platt gleich dann. Du hast schon die Waffe gemobst. Der kommt gar nicht her, ne? Der Arsch. So, da haben wir noch hier drauf. Das sind jetzt nicht so viele Gegner, die hier stehen, aber ist egal. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, die sind irgendwo noch Quacks versteckt, aber ich hoffe nicht, ey. Und nicht, dass durch den DLC jetzt noch Quacks dazu kamen. Ich meine, wir werden spätestens dann wissen, wenn wir wieder welche brauchen und irgendwelche Quacks haben. Wenn das nicht der Fall ist, gehe ich davon aus, es gibt keinen neuen. Ich habe gar keinen Bock gehabt, dich zu suchen, wenn ich ehrlich bin. So, zack, zack. Weg hier mit den schwarzen Moblin. Boblin. Jawohl. Noch alle erledigt. Boblin Herz, danke. Ich war ein bisschen beeilen sich gerade. Sind die alle weg? Nicht alle, aber fast alle. Da hier sind nicht so viele Gegner mehr. Die einzelnen lasse ich jetzt auch hier stehen. Da ist auch eine Horde. Habe ich die nicht gerade angegriffen? So leben die denn alle noch? Jetzt sind sie alle weg. Okay, ich habe die wahrscheinlich nicht genug in die Mangel genommen. So, schnell weg mit denen hier alle. Dann ist der Moppel jetzt mal dran. Weil da sind eh noch genug Gegner. Also, steht da. Komm her, zack. Direkt aufs Maul. Schön mit der Doppelklaue wieder weiter bearbeiten, jawohl. So muss das. Zack, Stasmodul. Boom. Hä? Was war das denn jetzt? Das Blut hat nicht gewirkt, irgendwie so richtig. Ja, wieder nicht. Hab ich ihn zu schnell weggehauen oder was? Bitte Angriff, jawohl. Das sollte reichen. Da liegt dann nämlich der gute Babs. Und zack. Weggekeult. So. Die Morgenstern. Das sind hier weiße, Quatsch, silberne Bockblinden. Einmal so da rein, ne? Ah, ich hätte mich vielleicht auch ein bisschen mehr drehen sollen. Nicht ganz gerecht, glaube ich. Waffe her. Ah, hier ist kein Gegner mehr. Hä? Achso, ich kann auch nicht wieder, oder was? Ja, mit der Waffe habe ich gesagt. Oh, wie alle fliegen hier, Alter, wie geil.
Und zack, 300 besiegt, jawohl. Jetzt 500, geil. Weiter geht's. Silber dann mal plus aufgetaucht. Wo? Da hinten, okay. Doch, die Mission gefällt mir schon besser. Vor allem, da ich jetzt hier ein paar Gegner erledigen kann und muss sogar für die Doppelklaue, ne? Was hat denn jetzt für ein Schutzschild? So, hier noch ein. Alle mal erledigen hier irgendwie. Bat, so. Ja, mit der Lanze, was ist genau eine Lanze? Komm schon. 400 besiegt, jawohl. Also gehen wir hier rein. Auch noch ein paar Gegner. Komm, ich hau die einfach alle hier weg mit dem Schwesterangriff. Sind die alle weg? Ah, ich glaube, die sind so ziemlich K.O., ja. Geil. Die Doppelklaue finde ich richtig geil, die Waffe. Die gefällt mir auch optisch sehr gut und so, was er alles hier macht für Moves, der Link. Jetzt haben wir noch einige Gegner übersehen, scheinbar. Gehen wir einmal hier rein. Sind zwar nicht so viele wie eben, aber... An die 10 sind es bestimmt, oder? Ja, fast 10. Auch alle weg, ne? Wir gehen auch wahrscheinlich hier rum. Das sind 30 Gegner hier. Muss mich ja doch ein bisschen beeilen, ne? Gucken wir mal, ob da wie viele das hier sind, so ungefähr. 35 geht auch ruhig übrigens noch. Ja, 19 sind weg schon, okay. Da die Waffe noch gemobst, gerade gekillt und schon die Waffe wieder geklaut. Alter. Was ist jetzt für eine Waffe, die ich hier hab? Die ich geklaut hab. Bei deiner Ecke sind noch echt viele Monster, die hau ich auch mal alle weg. Da stehen hier noch so viele. Die vier noch, da haben wir 500. Jawohl. Jetzt muss ich 1000 besiegen. Wo sind die denn alle? Ich schaff das doch zeitlich gar nicht mehr. Muss den Boblin, glaube ich, mal killen. Was ist denn das eigentlich für ein großer Gegner da auf der Karte? Kann ich da nicht irgendwie drauf gucken? Doch, hier irgendwie Schlachtfall auf Schlachtfeld. Inox. Ich glaube, ich habe irgendwie richtig verkackt. Die Mission. Mittlerweile. Da muss ich gleich nochmal ran. Sieht nämlich nicht gut aus, zeitlich und so. Zack, drauf da. Auf Smalling eben hier, dem Typen. Also, wenn ich dadurch jetzt keinen Zeitbonus mehr kriege, dann habe ich echt verkackt. Was, jetzt kriegt er so schnell kaputt. Aber der sieht eigentlich gut aus. Mit dem Besiegen. Der geht halt relativ schnell down, ne, der Silberne Moblin. Da ist doch noch neun Gegner auf durch die, seht ihr? Ich gehe ganz falsch, ich gehe ganz falsch rum. Okay, ich muss auf jeden Fall nochmal neu anfangen hier. Das war richtig verkackt. Heißt für mich beim nächsten Versuch dann... Die großen Gegner direkt besiegen, weil da mehr Gegner auftauchen. Ich dann auch mehr erledigen kann. Auf einmal. Aber 1000 in einer halben Minute schaffe ich niemals. 500 meine ich. Das heißt, wenn ich jetzt da reingehe, irgendwie, keine Ahnung, die geilste Spezialattacke ever droppe jetzt hier. Weil ich glaube ich nicht hinkriegen werde. Ne, da muss ich schneller rangehen dann. Schwarzen Bock mir nochmal. Ich habe Bescheid jetzt für den zweiten Versuch. Das war einfach mein Fehler. So, Zeit läuft ab. Alles klar, ich hoffe, ich kann irgendwie jetzt hier. Ach so, Erfolg? Hornbekämpfung? Ich muss einfach so viele besiegen, wie ich kann? Das ist ja strange. Okay, aber das ist gut, wenn die kann ich öfter machen, theoretisch. Da kann ich nämlich die Dings schön aufladen. Die Doppelklaue. Eisen haben wir erhalten, okay. Impa kriegt einen Hellseher Kodachi, okay. Ja, das war's schon. Die Berichte brauche ich ja, die Schlachtverlaufsberichte oder so, oder irgendwelche anderen Berichte.
Zurück zur Karte, Freunde, ich sag einfach erstmal hier gucken, genau. Jetzt haben wir fast die 1000, das sieht gut aus. Feuerstab muss ich auch nochmal einsetzen, ein paar Mal öfter. Und kriege 60 Gegner ein, noch 0. Mal gucken, wie das geht. Zurück zur Karte jetzt aber. So. Ja, da ist wieder eine Gefahr weg. Gibt's eine neue Aufgabe? Ja, natürlich eine neue gefährliche Monsteraufgabe. Aber wir haben eine Nebenaufgabe abgeschlossen im Institut. Die machen wir dann noch direkt mal. Welche ist es? Die hier. Voraussetzung für wahre Stärke Teil 2. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, um neue Waffen auf Basis antiker Technologien herzustellen. Weiteren Fortschritt benötige ich aber noch mehr Daten. Okay, bitteschön. Bravo! Juhu, so viele geniale Waffen. Tut mir leid, ich ließ mich hinreißen. Diese Waffen kann ich gut für meine Forschung gebrauchen. Natürlich für den Kampf gegen die Verheerung. Wir können nochmal 20 Waffen mehr tragen, alles klar. Läuft. 71 Waffen jetzt schon, die wir tragen können. Mit Link, den anderen 70, glaube ich. Bei Link kam ja durch das Masterschwert ein Slot dazu. Damals. Können wir hier was machen? Nein, nicht wirklich, aber... Ja, versetzt 100 Gegner Status, da ist es nämlich, ja. Okay. Ich würde sagen, wir machen da noch eine Aufgabe irgendwie weiter. Danke. Weil ich jetzt noch Bock habe, tatsächlich. Jetzt zeigt hier drauf. Kampfforschung Fähigkeiten. Erfüller Level 83. Leune und ein Hinox. Okay, komm, machen wir die einfach. Was soll's. Wo wir nicht viele Gegner besiegen werden, glaube ich, aber egal. Los, brechen wir auf einfach. Und nächstes Mal sind da wieder die hochgefährlichen Monster dran, schätze ich mal. Mal schauen. So, los geht's. Natürlich wieder im Schrein. Findet der Kampf statt? Was muss ich diesmal machen? Die Datenerhebung beginnt. Jetzt. So, okay. Eine perfekte Ausweichmanöver. Okay. So, den setzt jetzt auf einmal in Stasis jeden Typen. Bisschen Blaubeit kann ich ihn ja auch. Attackenhagel soll ich ja landen, ne? Im Grunde dann. So, komm her. Treff an. Wollte er sich jetzt wieder? Hoffe nicht. Jawohl, genau so einmal. Komm, hauen wir einfach drauf. Der muss eh besiegt werden, der Kollege. Komm, greif an. Hallo. Kannst du jetzt hinstellen, hallo. Ja, ist geschafft. Excellent, genau so. Warte, jetzt mit dem nächsten Versuchsobjekt. Oh, es kommt jetzt schon neun, ne? Sieben blauen Hinox auf die Schwetterangriff, okay, perfekt. Bin schon dabei. Jawohl, einfach rein ausweichen, weil, wisst ihr. Geht auch. Leider hat er keine Waffe in der Hand, das ist ein bisschen schade. Obwohl die haben ja sowieso nur ihre Dings, ne, wenn dann ihre Stämme, die sie da irgendwie rausziehen aus dem Boden oder so, ne. Aber wenn sie einen Baum umhauen. Stimmt, die haben ja so gar keine Waffen, glaube ich, mal gehabt. Im Spiel hier. Ja, wenn da welche um den Hals hängen. Ja, logisch, ja klar. Ey! Da, das meine ich. Ey! Halt, hat. Viel Schaden der mir auch macht, ne? Jawohl, ausgewichen, geil. Hier ist der Scheißstab. Mach mal zu früh. Ah, ich weich zu früh aus, scheiße. Ey! Ist gut jetzt, Mann. Aufs Auge, genau, bitte. Der Schmetterangriff, der auch bestimmt jetzt reicht, weil der Move schon anders aussieht, genau. Ausgezeichnet, ich wusste, dass du es schaffst. Gut, als nächstes wäre da der Leune. Der Weiße. Jetzt 5 perfekte Ausbrechungen gegen den Typen hier. Okay. Okay. Hoppala. Hab ich mich einfach umrennen lassen? Wer deine Waffe bitte? Alter! Ich nehme mir ein Großschwert, ey. Ja, er muss angreifen, der Kollege. Komm. Greif an. Geil. Nochmal bitte. Geil, noch 2 davon. Dann ist der auch eventuell schon down. Komm. Ah, immer noch zu früh. Das Gewichen. Ah, schade. War auch zu früh. Scheinbar. Oh, nee, komm, lass mal in Ruhe den guten. Okay,
Okay, komm, jetzt mach mal richtig hier einen richtigen Angriff. Ich mach zu früh, echt jetzt? Ausgewichen? Mann. Jawohl, geht doch. Ja, der steht schon down. Okay, machen wir einfach ein. Wenn wir die danach wieder mit Schmetterluft besiegen müssen, ist eh egal. Ey, hält der noch ein bisschen aus, der Gute. Wow. Okay, wie schaffe ich das nicht, ey? Ich darf irgendwie zu Büffel gerade. Nice, so, die Waffe ist weg. Duplizierte meine ich natürlich. Wow. Drauf da, genau, zack. Jawohl, geschafft. Der Schwesterangriff. Oh, damit wären wir bereits beim letzten unserer Aufrüstungsobjekte. Ja, mit dem Spezialangriff, okay. Mal stehen bitte. Aber ich habe 3 Spezialangriffe. Ich glaube, ich könnte einfach mal draufhauen, oder? Komm, machen wir einfach mal. Ich schütze zu einer ab. Ah, das reicht noch lange nicht, okay. Mache ich noch einen Spezialangriff auf jeden Fall und dann hau ich die restlichen Dinger raus. Ey, aua. Nichts da, mein Freund. Und die Waffe hier? Kann ich nicht noch besser draufhauen? Zack, so, zack, zack und. Boom. Okay, schon wieder irgendwie dieses Schild, das auf einmal aufgebaut wird. Keine Ahnung, warum. So, jetzt aber Spezialangriff hinterher gleich. Eins zumindest schon mal. Ups, so. Wird immer nicht reichen. Komm, machen wir mal so. Mal schön weiter bearbeiten, genau. Ich drücke jetzt einfach mal kein X mehr. Für den Fall, dass ich den eventuell schon die Anzeige runterhaue. Jawohl. Sondern so einfach. Das müsste doch rechts reichen, oder? Yes. Perfekt, das Institut dankt. Die gewonnenen Daten werden von uns von ungeheurem Nutzen sein. Sehr schön. Freut mich für euch. Kampfforschungsfähigkeiten, jawohl. Perfekt. Und da gibt es ordentlich Kohle wieder. 900 Rubine. Kann ich gut gebrauchen. Wobei ich es gibt im Moment mehr aus, als ich kriege, tatsächlich. Wahrscheinlich Gegner um 4% reduziert. Antike Materialien plus 5% und Monsterteil plus 3%. Okay, alles okay. Ja, okay. Brauche ich jetzt nicht wirklich alles, ne? Ich würde sagen, wir gucken uns an, wie es hier aussieht. Ja, wenn nicht viele Gegner sieht, logisch, ne? Aber 4 Gegner Staatsversetzt, also hier die großen, jeweils 4-mal. Also, ja, insgesamt 4-mal. Ich würde sagen, wir gehen zurück zur Karte. So, Freunde. Haben wir noch was hier irgendwie offen? Was wir jetzt noch machen können? Ich glaube, das sind echt nur diese hochgefährlichen Monster da jetzt, oder? Tatsache, ey. Ja, wollen wir noch einen machen? Einen Kampf? Das haben wir ja schon gemacht, Sichtung von Nebel von Hyrule, ne? Das ist eine Blutmondschlacht. Da waren wir auch schon. Komm, wir machen jetzt einfach noch eine. Sie folgt vielleicht ein bisschen länger Akala fest und hört sich doch gut an. Komm, auf geht's hier in den Kampf, ey, direkt. Los wieder. Link schafft das schon. Hab da jetzt Bock drauf, ganz ehrlich. So, los geht's. Hier sind wieder einige Monster, die man erledigen kann. Und ach, hier waren wir auch schon. Akala-Festung, stimmt. Ist ja gar nicht neu. Hier waren auch die 2 Mucklen, ne? Da habe ich mit Siedlung gekämpft. Stimmt ja. Okay, sorry, mein Fehler, Freunde. Das hat jetzt hier ein bisschen doppelt gemoppelt, logischerweise. Naja, ihr wollt mich doch richtig auf den Arm nehmen, oder? Kleinschwein. Machen wir die Eisblitz erstmal kaputt hier. Wisst ihr was, ich kann noch mal ein paar Gegner brennen lassen. Dann. Aber ich muss sie ja mit dem Feuerstab besiegen, ne? So war das ja, ne? Die Aufgabe. Komm her, mein Freund. Ickes, da musst du schon mal früher aufstehen ein bisschen.
Komm schon. Und tschüss. Der eine ist schon mal dann weg, dann kommt der andere noch dazu. Ich glaube, das sind echt immer die gleichen Aufgaben, ne? Ich habe jetzt mal auch erstmal plötzlich, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon. Aber der Weg kommt mir nicht gerade auch für sehr bekannt vor, halt, ne? Deswegen. Was sterben die? Ja, aber die sterben. Mach mal einmal so hier schon mit dem Spezialangriff draufhauen. Zack, 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 ey, was? So. Und deine Waffe, ja, mein Freund. Und. Na, bleibst du hier? Zack. Gleich ist er down, so. Tschüss. Besser Angriff. Weg ist er. Auch zu den gefährlichen Monstern. Ich mach hier noch ein paar Platten, damit ich die Klaue vielleicht noch down voll kriege. Vielleicht muss ich 80, also okay, wird nichts mehr mit der Klaue. Die Gegner sind hier gar nicht in der Schlacht, ne? Da sind zwar jetzt noch einige Gegner, aber. Ja, ich muss die Vorposten auch erobern. Rauf hier, komm, Link. Einfach rein hier in die. Ins Gemenge. Und dann besiegt, geil. Mein ein Bockstock hier. Alter, wie das aussieht immer, ey. Guck mal, wie hier mitgezogen werden alle. So, kaputt ist sie. Rauf da, komm, der ist weg, der Gute. Der Riesenmoblin hier, Bockblin. Und tschüss. 185 Gegner besiegt, doch das. Oh, das wird sogar knapp, ne? Ey, ist so ein Hinox. Warte mal, ein Hinox habe ich noch nicht, glaube ich. Das ist doch ein bisschen anders, die Mission. Ein schütterlicher Fels. Schwarzer Hinox. Rauf da, komm. Ich versuche hier zu schnell wie möglich Platz zu machen, damit die Folge auch nicht zu lang wird, logischerweise, ne? Da kommen ja die ganze Pyromagie dazu und so. Die nervt mich dann auch wieder. Ein Blitzbocklet und so ein Kack. Oh, jetzt hat er seinen Stock rausgeholt. Nix, seinen Stamm. Werde ich wieder wegpacken. Bitte schön, mein Freund. Immer schön aufs Auge. Das wollte ich gar nicht jetzt den Angriff aufhalten. Stasis, jawohl, danke. Perfekt. Jetzt da sag ich doch. Wo ist er? Da hinten taucht er auf. Was ich jetzt mache, den fange ich erstmal mal ab. Den Typen. Mit dem mich jetzt hier nicht mit dem Dings zusammen nervt. Mit dem Hinox. Der Hinox kommt her, oder? Ja, der kommt her, shit. Ja, danke. Wer die Waffe, bitte? So, der Blitzmoppel sollte noch nicht down sein, glaube ich, aber der sollte relativ schnell down gehen jetzt danach dann. Komm ab, Mann. Zack. Er ist down. Sag ich doch. Jawohl, Attacken, das ist immer gut. Jawohl, nochmal perfekt. Aber ich krieg das Auge nicht platt, ey. Also die Leiste meine ich. Shit, hat er mich schon erwischt, der Typ. Guck mal, Alter, jetzt noch ein Sechstel übrig, ey. Verdammt. Treff ihn nicht.
Weiter, komm. Kann ich nicht tragen, ne? Schade. Oh, Magnetismus, geil. Das brauche ich nur noch. Magnetmodul, bam, ins. Oh ja, zwischen die Beine mal wieder. Da war ja was. Schwetterangriff. Alter, der wird noch ein bisschen dauern, der Kollege hier. Ich jetzt auch nicht mal Hälfte des Lebens weg. Feuerpyromagie. Zack, Bombenmodul. Bam. Später wird das der schon mal weg. Der Hinox verfolgt mich immer noch. Da ist er. Nix da, mein Kollege hier. Wow. Er hat mich erwischt, ne, ja, schade. Mal einmal so, dann kriege ich jetzt hoffentlich beide in den Spitzangriff rein. Ich glaube aber nicht. Doch, beide drin, jawohl. Dann mach ich den Hinox platt. Schon wieder aufgestanden? Alter, was da für Funken rauskommen, ne? Das sind Biester, ne? Oh ne, nicht wieder so ein Ding. Ich verarsch mich doch jetzt, oder? Also, aber weg ist es. Geil. Sehr schön, Link. Komm schon. Perfekt. Komm, wir machen jetzt Platz hier, komm. Bisschen schneller jetzt hier. Immer schön Attackenhagel raushauen, genauso weit es geht. Geil. Ja, Status, jawohl. Letztes Mal blöd aufgetaucht, okay. Wie trocken kommen denn da noch? Stimmt, die kommen auch noch hier, die Viecher. Waffe her. Sehr schön. War komplett verblendet. Jetzt müssen wir schneller aufstehen hier. Zack. Schwetteranschlag. Die überleben das beide, ich glaub's ja wohl. Aua, ey! Apfel, komm. Lassen wir einfach mal ein. Dann sind jetzt beide weg, oder? Der eine ist zumindest weg, der andere noch nicht. Der Junge ist schon abgehauen wieder. Sehr gut. Hat das Schild das vielleicht dafür, dass ich wieder den Waffen klauen kann, dieser Schild, der mal auftaucht? So, weg ist er. Schade, ich wollte noch eine Waffe klauen. Mal mitgehen lassen. Komm drauf da, Spezialangriff. Ich hätte leider nicht so viel Stamm, wie ich immer hoffe, aber... Das wird nicht reichen, wie ich leiste. Schade. Jetzt geht doch. Reicht auch noch nicht. Schade. Das aber jetzt hoffentlich, oder? Jawohl. Aber reicht das, um ihn zu besiegen? Ich glaube nicht. Ne, noch nicht. Der hat noch ein bisschen Saft drauf. Der Gute. Einfach drauf da jetzt kommen. Muss ich schön besiegt werden hier, gut, der Kollege. So, ist schön. Ich werde da mal irgendwie reingezogen. Habt ihr das gesehen gerade? Jawohl, perfekt. Ich würde ihn nur wieder davon abhalten, seinen Stab da irgendwie anzuhalten. Sehr schön. Gleich ist er down.
Jetzt mit dem Schlag rudern. Komm, das war's für ihn. So, da seht ihr ihn nochmal schön voller Pracht und boots, weg ist er. Was ist Schwarzen Jungs besiegt? Jawohl, hat auch lange genug gedauert. Da finde ich cool, dass die Monster, die hochgefährlichen Monster sich auch immer unterscheiden können. Auch am gleichen Ort. Das ist echt cool. Dadurch gibt es ja noch ein bisschen zufälligen Faktor, ne? Das ist eine Mobkeule, Trio Extra Bumerang, nice. Alter, 69 Stärke direkt. Verarsch mich doch, oder? Auf Stufe 1. So, die Verheerung kriegt noch eine Verwünschungswirbelsäule. Das war's dann schon, eine Wächterklaue. Geil. Und ich würde sagen, wir gucken nochmal, was so in Hyrule los ist. Ne, hier noch 74 Gegner fehlen für die Doppelklaue, okay. Zurück zur Karte. So, Freunde, ich weiß, die Folge ist wahrscheinlich schon wieder ein bisschen länger geworden jetzt. Ich will jetzt auch gar nicht allzu lange weitermachen. Gucken, ob was auftaucht. Nein, es taucht nichts auf. Wir haben hier noch eine Aufgabe auf jeden Fall offen. Sehe ich gerade, ist die gerade auch getaucht? Nee, die war vorher schon da, ne? Der Weg zur Kalafestung EX, ne? Also von daher gucken wir uns die wahrscheinlich beim nächsten Mal noch an. Vielleicht tauchen danach neue Aufgaben auf. Wir kriegen hoffentlich hier irgendwas fertig, zum Beispiel die Doppelklauenaufgabe. Das wäre mal ganz schön. Aber ja, wie gesagt, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst bitte nicht, dem Video noch einen Daumen nach oben zu geben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es dann weitergeht mit Welle 1, Antike Lebenszeichen, dem DLC von Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Bis dahin, tschö mit Ö, euer Basukasu.